Sobald du deine Entscheidung getroffen hast und genau weißt, was du tun willst und was so notwendig ist, eben zu tun, würde ich auf gar keinen Fall irgendjemandem davon erzählen eigentlich. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber es werden immer Leute etwas dagegen haben oder eine komplett andere Meinung haben. Und gerade am Anfang, wenn du eben entschieden hast, ist es relativ schwer, diese Entscheidung so richtig gefestigt zu haben. Und man lässt sich vielleicht noch leicht davon beeinflussen, was richtig ist oder was nicht. Die Wahrheit ist aber, es hat sehr lange gedauert, eben diese Entscheidung zu treffen. Und du hast dir Gedanken gemacht und bist alle Möglichkeiten durchgegangen und so weiter. Das heißt, du hast diese Zeit schon investiert, des ewigen Hin und Her und der Möglichkeiten und so weiter. Sobald du dich gegenüber anderen Personen dann öffnest, entsteht einfach das Risiko, dass du davon wieder abgebracht wirst, dass du wieder beeinflusst wirst und das, obwohl eben diese Entscheidung zwar gerade getroffen ist, aber natürlich noch nicht so ganz stabil. Denn ganz stabil wird sie nie sein, bis du eben die Aktion durchgeführt hast, die der Entscheidung eben folgt. Also, dass du sagst, okay, ich habe mich jetzt dazu entschieden, eine bestimmte Reise anzutreten zum Beispiel oder eine bestimmte Berufsmöglichkeit zu verfolgen oder ein Studium anzufangen oder aufzuhören oder irgendetwas, irgendeine Entscheidung eben. Und diese festigt sich dadurch, dass du eben diese Aktion folgen lässt. Und was aber passiert, wenn wir mit verschiedenen Menschen reden, ist, dass jeder dann seine andere Meinung eben einbringt. Das ist ja ganz normal. Und bevor du jetzt anfängst, alle davon überzeugen von deiner Entscheidung oder vielleicht sogar riskierst, dass du davon abgebracht wirst, was du dir eigentlich schon längst ausgedacht hast, würde ich es nicht mehr machen, dass ich irgendwas erzähle, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe. Denn ich habe es immer so erlebt, dass Menschen eine ganz andere Meinung hatten als ich oder eine ganz andere Persönlichkeit einfach auch, was ja normal ist. Wir sind ja auch alle unterschiedlich und niemand kann die Entscheidungen für dich treffen. Und sofern du erwachsen bist, sollte das natürlich auch so sein. Du gewinnst Selbstsicherheit darin, indem du dir eben nicht reinreden lässt und deinen Weg verfolgst, den du dir eben schon längst ausgedacht hast, den du für dich so erspürt hast und wo du davon überzeugt bist und wirklich dafür brennst. Und das genaue Gegenteil wäre eben zu sagen, okay, ich erzähle jetzt mal 5 Leuten in meinem Umkreis davon, von meinen Ideen und so weiter. Und garantiert wird sich eine oder 2 Personen vielleicht sogar dagegen äußern oder andere Ideen bringen, die dir nicht dienlich sind, also die dich nicht darin unterstützen, deine Entscheidung dann wirklich zu verfolgen. Es kostet sehr viel Energie, Standhaftigkeit zu bewahren und auch Entscheidungen wirklich durchzuziehen, also wirklich zu verfolgen, dass du sagst, okay, ich mache das jetzt, komme, was wolle. Und diese Standfestigkeit kannst du eben riskieren oder negativ beeinflussen lassen durch andere Menschen, die dir reinreden. Es geht natürlich nicht darum, dass man irgendwie gute Tipps ablehnt und so weiter. Es ist schon klar, dass man immer 1, 2 Menschen hat, die im näheren Umkreis sind, die natürlich alles von dir mitbekommen. Insbesondere vielleicht Partnerschaft oder so ist ja dann auch wichtig, denn deine Entscheidungen beeinflussen gegebenenfalls eben auch genau diese Partnerin oder diesen Partner. Dann ist absolut notwendig, dass du deine Entscheidungen natürlich teilst und dass dein Partner oder deine Partnerin dann eben auch klar ist, was du so vorhast in deinem Leben. Das ist aber was ganz anderes. Das meine ich auch gar nicht. Es geht nur darum, erzähl nicht allen Leuten von deinem Vorhaben, bevor du es nicht wirklich gemacht hast. Erzähl mir gerne von deinen Geschichten. Ich freue mich auf deine Erfahrungen.